Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 und machen wieder Mod-Vorstellung. Heute haben wir mal ein Oldtimer, einen alten Kramer XL714, den wir uns da genauer anschauen wollen. Und am besten machen wir das so. Jawohl. Haha. Na, wir setzen uns mal rein, starten das Ding. Beleuchtung. Mit Arbeitsbeleuchtung hier vorne, hinten. Blinker hat er auch. Meine Güte, ist ja schon Vollausstattung. So, verschiedene. Boah, schaut euch mal die Lenkung an hier. Ja, da musste selber kurbeln noch. Das war noch was. Aber wie schön, damit das Schultergelenk nicht kaputt geht. Hallo? Oh. Gut, wir schauen uns das ganze Teil mal hier beim Händler an. Das Ding kostet bloß 21.430 in der Standardversion. Fährt 32 km/h, 100 Liter passen rein. Hätte ich nicht gedacht, damit da wirklich 100 Liter reinpassen. Dann können wir mit Frontladeranbau. Dann gibt es zwei Motorausführungen: einmal mit 64 PS und einmal mit 70 PS. Farben gibt es in allen Farbvariationen. Räder gibt es ganz viele und Felgenfarbe können wir grau oder rot wählen. So, Räder. Da haben wir 2WD Giants, 2WD Pflegebereifung, Breitreifen, Standard Pflegebereifung, Breitreifen, Original grau, Original rot. Also das sind ja hier die 2WD, das sind vorne die Reifen mit den Rillen, sowas muss er jetzt eigentlich drauf haben. Das da. Boah, klingt nicht schlecht. Läuft. Das Ding läuft. So. Wir machen das einfach mal so, wie wir es früher auch gemacht haben. Konfigurieren den hier. Konfiguration. Und zwar machen wir hier 2WD mit Pflegebereifung. Konfigurieren. Okay. Jetzt haben wir da. Sind die kleiner geworden? Und das sind Pflegebereifung. Moment mal. Jawohl. Das ist so. Jetzt sind die hinten größer. Und vorne sind sie genauso klein. Also es ändert sich dann bloß hinten. Wenn wir jetzt schauen, Konfigurationen, machen wir die Pflegebereifung hatten wir ja schon. Breitreifen hat da bloß hinten Breitreifen, vorne das bleibt gleich. Okay. So. So viel breiter sind sie gar nicht, finde ich. Aber Breitreifen. Okay. Steht ein bisschen hier beim Kotflügel drüber hinaus. So, vorne die können wir natürlich auch mit ändern. Das wären dann die ohne 2WD, also der Standard. Okay, jetzt haben wir auch Schutzbleche vorne drüber und macht das ganze Ding schon irgendwie ein bisschen bulliger. Und wer so Oldtimer-Traktoren mag, für den wäre das ja hier genau das Richtige. So, obwohl ich gar nicht weiß, Allrad. Jetzt hat er Allrad. Alle Räder drehen. Jetzt sehen wir hier auch vorne an der Aufhängung von denen. Sieht ganz anders aus. Allrad, jetzt kommt er überall durch. Jetzt kommt er überall durch. Breitreifen, jawohl. Wir hauen mal die breiten Schluffen drauf. So, jetzt sieht es schon aus wie ein schöner, richtig cooler Traktor. Genau, also mir gefällt's. So, was können wir noch? Also wir konfigurieren ja bloß die Reifen original grau. Sind sie nicht mehr so schön schwarz oder was? Das sind die Felgen. Achte man auf die Felgen. Mal wieder zurück. Andere Felgen. Habt ihr gesehen? So, machen wir nochmal.
So, hat da schöne alte Felgen drauf. Gut. Jetzt machen wir mal noch die roten. Die roten wollen wir auch sehen. Rot gefällt mir irgendwie nicht so. Die grauen fand ich irgendwie besser. Jawohl. So. Und wir können natürlich noch einen Frontlader anbauen. Wir werden das mal konfigurieren, nur damit wir es mal sehen, wie das eigentlich aussieht. Motor werden wir auch mal noch einen größeren nehmen. So, jetzt hat er da noch so ein Gestell dran natürlich für einen Frontlader. Kann man, muss man aber nicht. Frontlader probieren wir jetzt nicht. Das wissen wir, wie das funktioniert. Nur damit wir mal gesehen haben, damit es geht. Das will ich wieder wegnehmen. Okay. So, jetzt haben wir die alten grauen Räder drauf. Allrad. So, jetzt brauche ich aber noch einen Anhänger. Brauchen wir noch einen Anhänger dafür. Ich weiß gar nicht, wir haben gar keine Mod-Anhänger dabei. Wir haben bloß die Standard-Dinger hier. Okay, wir nehmen mal den kleinen hier. Und ja, nur mal so zum Testen. Das wäre hier noch von der Größe her gar nicht so schlecht, würde noch passen. PS haben wir jetzt und sieht schon fast ein bisschen groß aus hier, der Anhänger. Obwohl das ja ziemlich einer von den kleinen ist. So, 31 km/h. So sieht Kabinenansicht aus. Ich finde es cool, muss ich sagen. Vor allen Dingen, der Sound ist geil. Der Sound ist mal richtig cool. Die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten. Ah, schaut, wie schön sich die Vorderachse da mitbewegt. Ja, tipptopp. Ich fahre extra so. Nur damit wir sehen, wie die ganze Aufhängung hier zusammenspielt. Das funktioniert tipptopp. So, haben wir da irgendwas zum Aufladen? Man weiß es nicht. Nö. Gar nichts. Aber da nicht mal Rüben gehabt. Okay, zum Aufladen haben wir nichts. Plan fehlgeschlagen. Aber ich finde es trotzdem ein cooler Traktor. Mit oder ohne Allrad, je nachdem, wie wir wollen. Pflegebereifung. Können wir drauf machen, also können wir da auch, sage ich mal, auf den Feldern mit der Düngespritze drüber fahren. Wir können natürlich, für den Hof ist der natürlich cool. Man kann natürlich auch ein Spiel machen, nur Oldtimer-mäßig wäre der natürlich auch nicht schlecht. Wie gesagt, Baujahr weiß ich nicht, was der wirklich hat. Aber ich schätze irgendwie sowas in der 60er oder 70er. Hätte ich natürlich vorher googeln können und euch das natürlich besser mitteilen können. Ja, was gibt's noch zu sagen? Der ganze Mod ist von Ulden Farm. Der macht hier noch recht viele klassische Geräte. Finde ich noch cool. Und ja, wieso immer was Neues, wenn es auch was Altes Cooles gibt? Jo. Das wäre der Kramer. Gibt es wahrscheinlich, also gibt es noch in verschiedenen Farben, je nachdem, wer das gerne will. Cool wäre natürlich, wenn wir noch das Dach darunter kriegen würden. Das wäre, glaube ich, auch so, damit man das mal runter machen kann. Aber
cooler Mod gelungen, finde ich jedenfalls. Ihr findet den in der Beschreibung und ja, viel Spaß damit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.